Willkommen mal wieder zu einer neuen Folge von The Flamende Flood. Der Regen hat sich mittlerweile verzogen, aber die Scout ist hier leider immer noch durchnässt. Und das heißt, wir machen uns jetzt als allererstes mal auf die Suche nach einem Unterschlupf. Vielleicht finden wir den auch da gleich vorne, bei diesem Fischsymbol. Schauen wir mal. Ups, das war zu weit. Hier wollen wir hin. Eggers Gurt. Angeln, Köder und ein Unterschlupf gibt es ja auch noch. Sehr schön. Dann schauen wir doch da gleich mal hin. Ah, eine Fischerhütte. So, die Feder kann ich mir nicht holen. Inventar ist voll. Okay, darum kümmern wir uns gleich. Jetzt legen wir uns als allererstes mal schlafen. Damit die Scout hier wieder trocken wird. Und ich mir keine Erkältung einfange. So, okay. Trocken bin ich wieder. Sehr schön. Kann ich mir denn irgendwas herstellen, um hier ein bisschen Platz zu machen? Was gibt's denn hier schönes? Pökelfleisch. Das hört sich doch schon mal gut an. Vielleicht auch noch ein paar Verbände. Sind immer gut. Okay. Geht leider nicht. Habe ich sonst irgendwas drin, was ich vielleicht essen könnte? Rohrkolben. Nehmen wir die doch gleich mal her. So, Jucker ist vielleicht nicht so gut. Da fange ich mir nur eine Lebensmittelvergiftung ein. Dann essen wir auch noch gleich das Pökelfleisch, wenn wir schon mal hier sind. Gut, perfekt. Zwei Slots wieder. Ist zwar nicht viel, aber besser als nix. So, Beute. Salz und altes Holz. Sehr schön. Gibt's hier noch was? Ein Angelhaken. Okay, noch ein Angelhaken. Und hier? Inventar ist schon wieder voll. Eieiei. Platzprobleme ohne Ende. So, machen wir es mal eben so. Und dann machen wir es hier noch so. Und dann machen wir es so. Gut, okay. Probieren wir es nochmal. Sehr schön, perfekt. Was gibt's hier noch? Aloe ist immer gut. Löwenzahn, nochmal Löwenzahn. Wilder Knoblauch. Ja, der leider schon wieder keinen Platz mehr hat. Eieiei. Gibt's ja gar nicht. Wo soll ich denn das ganze Zeugs hier noch unterbringen? Feder, die nehmen wir mal mit, die Feder. Kann ich die nicht stapeln? Doch auf dem Floß normalerweise. Knoblauch hätte ich auch noch auf dem Floß. Aber dann machen wir es so, dann essen wir doch gleich mal den Knoblauch. Gut, okay. Und die Maulbeeren lasse ich mir auch nicht entgehen, denn was zu futtern ist immer gut. Sehr schön, weiter geht's. Rauf aufs Floß. Gut festhalten, Aesop. Brauche ich noch mein Stöckchen. So, mit ein paar gekonnten Schüben dürfte ich da drüben ankommen. Sehr gut. Lacrimis. Eine Tankstelle anscheinend. Hey, fangen wir doch gleich mal an zu looten. Meine liebste Nebenbeschäftigung. Dünne Handschuhe. Bringe ich wieder mal nicht unter. So, jetzt muss ich mir echt was überlegen, denn so kann es nicht weitergehen. Den Löwenzahn könnte ich höchstens gleich mal essen. Die Federn stapeln wir. Okay, gehen wir doch mal geschwind zum Floß. Denn so macht es keinen Sinn. So, Federn kommen hier hin. Habe ich sonst noch was? Was habe ich jetzt gesagt? Kohle hat doch noch der Aesop dabei. Braucht er nicht. Knoblauch habe ich nicht mehr. Sumach. Habe ich noch Sumach? Sumach habe ich auch noch. Gut. Jucca habe ich hier. Das packen wir mal hier hin. Trompete des Teufels. Die haben wir hier. Sehr schön. Na, wer sagt's denn?
Schon wieder 4 Slots. Gut, und mehr habe ich aktuell sowieso nicht zum Stapeln. Gut, fangen wir doch gleich mal hier an. Ein Gefäß, sehr schön. Kann man später vielleicht Wasser drin sammeln, je nachdem. Sofern wir natürlich einen Brunnen finden. Es gibt hier noch Setzlinge. Auch gut. Okay, das Auto kann ich nicht looten, aber das hier kann ich looten. Leer, schade. Bauzeichnungen mal wieder und Schrauben, auch gut. Die nehmen wir dankend an. So, hier hinten gibt es noch ein Häuschen anscheinend, welches ich looten kann. Umso besser. Altes Holz mitnehmen. Und der Aesop bellt schon wieder. Was hast du denn, Aesop? Hast du was gefunden? Joker hast du gesammelt. Sehr schön. Aha, und da gäbe es dann den Unterschlupf. Aber ich muss jetzt aktuell nicht schlafen. Ganz im Gegenteil, ich bin putzmunter. Alkohol mitnehmen. Okay, und der Schrottplatz hier. Aha, da ist die Tankstelle. Können wir gleich mal Benzin auffüllen mit den Gefäßen. Ja, Aesop. Was denn schon wieder? Hier gibt's ja gar nichts. Was hast du denn? Was wäre denn hier? Ich sehe hier nichts. Komisch. Er gräbt hier an der Stelle. Vielleicht kann man ja auch in The Flame in the Flood später mal Schätze ausgraben. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Nun gut, hilft sowieso nichts. Wir müssen weitergehen. Was ist das hier Schönes? Ein Arbeitstisch. Ui, was kann ich mir denn da Schönes herstellen? Ein Metallhammer? Aber auch ein Stahlmesser. Super. Mach mal doch gleich mal. Du hast Durst. Gut, darum kümmern wir uns gleich. Metallhammer. Den brauchen wir noch. Sehr schön. Gibt's sonst noch was? Ein Floßgestell. Das machen wir mal. Kann ja nie schaden. Und ich könnte mir jetzt sogar einen Bogen craften. Super. Das machen wir doch auch gleich. Aber leider nur keine Pfeile anscheinend. Nun gut. Die kommen ein andermal. So, dann sind wir hier soweit durch eigentlich an der Stelle. Das nehmen wir noch mit. Und dann haben wir's. Sehr schön. Weiter geht's. Auf zur nächsten Insel. In der Hoffnung, dass wir auch da wieder guten Loot finden werden. Sodele, ja. Dann geht's in diese Richtung. Salz haben wir da noch gefunden. Sehr schön. Oh, weia. Das ist nicht gut. Ich bin hier auf dem Wasser und ein Sturm zieht über meinen Kopf hinweg. So, wir nehmen mal eben den Weg hier. Treibt gut. Ja, leider zu spät gesehen. Oh weia, mein Floß ist nicht mehr gut beisammen. So, jetzt muss ich vorsichtig sein. Ich brauche hier unbedingt einen Hafen. Eieieiei. Puh, wir schippern uns alles jetzt mal hier hin. Zur Coffin Station. So, ich hoffe, ich finde da noch ein paar Sachen für mein Floß. Damit wir das dann reparieren können. Was ist das hier? Der schwarze Wolf. Du kannst ein Zusammentreffen mit einem Wolf nicht lange überleben.
Du benötigst Fallen, um ihn zu töten. Drücke Space, um dem Wolf Angst einzujagen und kauf dir ein bisschen Zeit, um abzuhauen. Ja, ganz toll. Und was ist das da vorne? Das ist doch eine Schlange, oder? Das ist doch definitiv eine Schlange. Oh Mann. So, gut. Wir sollen uns eine Falle bauen, am besten. Habe ich denn noch was für die Falle? Die Pfeile könnte ich mir auch bauen, aber ich glaube, das dürfte ja nicht funktionieren. Ja, mal wieder kein Platz. So ein Zufall aber auch. Was kann ich denn mit den Handschuhen machen? Sind die besser? Ich glaube nicht, oder? Nee, die sind schlechter. Das heißt, die Handschuhe können wir doch eigentlich wegschmeißen. Oder sogar zerlegen. Umso besser. Dann machen wir das doch gleich. Super. Gut, die essen wir gleich mal. Und dann stellen wir uns als nächstes ein paar Fallen her. Oder einfach nur eine, je nachdem. Machen wir mal eine. Ich muss es ja nicht übertreiben. Für den Anfang reicht eine vollkommen. Aber die Schlange ist hier nicht unbedingt friedlich gesinnt. So, und die Falle stellen wir jetzt einfach mal gleich hier auf. Sollte da vorne wirklich ein Wolf sein, können wir ihn gleich mal reinlocken. Aber er ist auch knurrt schon. Was ist das hier? Ist das der Wolf? Was ist das Pelzige? Ich glaube, das ist der Wolf, oder? Oh ja, das ist der Wolf. Komm hierher, komm. Gut machst du das. Sehr schön. Perfekt. Unser erster getöteter Wolf. Das wird auch hoffentlich nicht der letzte gewesen sein. Wolfsleder kann ich leider nicht mehr mitnehmen. Zumindest noch nicht. Es sei denn, ich schaffe mir hier ein bisschen Platz. Die Frage ist, was könnte ich mir denn herstellen? Pfeile vielleicht, ha? Pfeile dürften eigentlich gehen. Oder nicht? Nee, leider keine Pfeile. Schade. Aber Pökelfleisch. Gut, aber das bringt mir nichts, denn mein Inventar ist immer noch voll. Aber ich habe hier noch die dünnen Handschuhe. Die können wir gleich mal zerlegen. Sehr schön. Ah, mitnehmen. Gut, was gibt's denn hier Schönes? Benzin und noch einen Arbeitstisch anscheinend. Okay, altes Holz und Salz. Eieiei. Ja, mein Inventar mal wieder. Das lässt mir keine Ruhe. Habe ja, glaube ich, zu viele geflochtene Seile. Hm, was mache ich mit denen? Also am besten, wenn ich das nächste Mal irgendwo bei so einer Hasenkolonie vorbeikomme, dann baue ich mir ein paar Fallen und sammle lieber Fleisch, weil so bringen mir die Seile ehrlich gesagt auch nichts. Kann ich sonst irgendwas machen? Rohrkolben, die können wir höchstens essen. Um zumindest ein bisschen Platz zu schaffen, aber das bringt mir immer noch nichts, denn ich brauche hier zwei leere Slots. Schwierig. Aber ich kann auch nichts mehr stapeln, oder? Jukka. Ui, durstig. Okay, dann muss ich mal meinen Wasserbehälter auffüllen. Es hilft nichts, denn ohne Wasser bin ich aufgeschmissen. Und dann stellen wir uns ein schönes Lagerfeuer auf. Ja, ich weiß, Schlange, dass das dein Revier ist. So,
Ja, was machen wir? Löwenzahn. Trockene Zunde. Ich habe doch hier noch ein Lagerfeuer. Machen wir es mal eben so. Beziehungsweise ich könnte mir... Kann ich mir mit dem Wasserfilter... Kann ich mir doch auch Wasser herstellen, oder? Nee, konsumieren. Geht das? Nee, das geht nicht. Okay, dann nicht. Dann bauen wir uns ein schönes Lagerfeuer. Aber nicht hier bei der Schlange. Sondern das bauen wir uns eher hier hin. Direkt neben der Tanke. Oh, ist vielleicht auch nicht so sinnvoll. Oder stelle ich mir überhaupt ein Lagerfeuer hin? Brauche ich zwingend schon das Wasser? Nee, das lassen wir mal. Nimm hier lieber das Zeugs mit. Da, Arbeitstisch gibt es nochmal. Gut, okay, sauberes Wasser, das ist doch gut. So machen wir es. Dann braucht man nicht mal ein Lagerfeuer. Sehr schön, perfekt. Was gibt's hier noch? Alkohol, nehmen wir mit. Und das kann auch alles mit. Löwenzahn lassen wir mal liegen. Benzin. Könnten wir eigentlich mal ein bisschen was noch mitnehmen. Gut, okay. Löwenzahn brauchen wir nicht. Was gibt's hier noch? Ne, PKW. Okay, wieder Alkohol. Alkohol liegen lassen. Ist das sinnvoll? Ich glaube nicht. Weg mit den Seilen. Wegwerfen. Komm, den kompletten Stapel wegwerfen. Alkohol ist viel, viel wichtiger. Denn damit können wir uns ja auch wieder Verbände herstellen. Eieieiei. Es nimmt kein Ende. Was soll ich denn noch wegschmeißen? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Was ich hier noch machen soll. Weg mit den Setzlingen. Okay, das brauchen wir nicht. Das nehmen wir mit. Gut. Okay, überall gibt es ja anscheinend Schlangen. Rohrkolben brauchen wir nicht. Ah, hier gibt es nochmal Wasser. Oh, trinken wir mal gleich, denn ich habe sowieso keinen Platz. Ui, was war das hier? Ich bin hier ins Dornenfeld anscheinend reingelatscht. Kleine Schnitte, heilen mit Aloe. Sehr schön. Gut, okay. Oh, vorbei an der Schlange. Die ist nicht gut gelaunt. So, gut. Und wieder rauf aufs Floß. Und ja, ich sag mal wieder vielen Dank fürs Zusehen schon an dieser Stelle. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge von The Flame in the Flood. Ciao.